Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir kommen jetzt direkt zum fünften Teilnehmer, zum Rumänien. Oh ja. Yeah. Mit dem großartigen Song Jodelit. Und aus diesem Grund, Buona Ziua! Oh, ja, 12 points to Romania from Austria and Germany. Glaube ich, auf jeden Fall. Nein. Glaubst du nicht? Nein. Doch, auf jeden Fall. Findest du ihn schlecht? Ja. Ernsthaft? Meint ihr, was hat Rumänien mit Jodeln zu tun? Vielleicht habe ich da irgendwas nicht verstanden. Langjährige Tradition. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Hast du, ja? Ja. Okay. Ja. Dracul-Jodli und so. Der Gute? Ja. Was? Du findest ihn schlecht? Richtig grauenvoll. Ich finde, das geht mir auf den Sack, Mann. Nee. Sie jodelt ja, also A ist der Refrain nur gejodelt, ja. Und B singt sie auch jede Strophe mit einem Jodler am Ende. Ja. Das geht gar nicht, Leute. Finde ich gut. Nee. Doch. Nee. Doch. Jodli, 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 jodli. Also da merke ich schon, da kommt langsam so ein Blitz hier rein. Ja. Ja. Aber nee, ich finde den Song geil. Ich finde ihn gut gerappt. Ist so ein bisschen Big City Life mäßig vom Beat her. Ja. Dann rappt er ihn ganz witzig und die Frau, die jodelt halt gut. Macht das noch im modernen Style und dann dance sie Hip-Hop mäßig und jodelt dabei. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, der Song. Und ich glaube, der kommt auf jeden Fall weiter, alleine schon, weil es so wieder so ein krasser Exot ist, auf jeden Fall. Also ich sag dir eins, wäre der Song im ersten Halbfinale gewesen, hätte ich gesagt, ja, kommt definitiv weiter. Was? Ich glaube auch, dass er für viele funktionieren wird, weil es irgendwas Lustiges ist. Ich glaube, das ist der einzige halbwegs lustige Song, auch wenn er bestimmt gar nicht lustig gemeint ist. Jodel-It, Mann. Ja, Jodel-It. Jodel-It. Guten Tag, liebe Nachbarn aus den Niederlanden, mit Eugene Lights and Shadow. Mann, wo habt ihr Atomic Kitten und die Spice Girls ausgegraben? Wunderschöner Song. Nicht. Finde ich doof. Kommt nicht weiter. Ähnlich wie eure Fußballmannschaft. Ja, ich merke, wir sind heute total auf einer Wellenlänge. Ich finde ihn nämlich ganz cool. Ich finde, das ist so ein amerikanischer Popsong, der in einem Highschool-Musical laufen könnte. Ja, so Spice Girls, Atomic Kitten. Ja, genau. Und so am Ende kommt auch nochmal so ein Klatschen von allen rein. Das ist so der große Finalsong von Highschool-Musical 4. Aber ich muss dir recht geben, die Dreistimmigkeit geht mir manchmal tierisch auf den Sack. So. Ja. Es ist ein bisschen doll übertrieben. Aber ich glaube, der es wird weit vorne sein. Naja, es sind halt drei Frauen, die jeden optisch ansprechen. Also attraktive Frauen, ja. Ja, die haben alle drei, alle verschieden. Blond, okay. Brünett. Schwestern? Wahrscheinlich Zwillinge, ja. Zwillinge, die drei. Ja. Jonapot Ungarn. Fetter Bonuspunkt, das erste Lied, zumindest im zweiten Halbfinale, das auf Landessprache gesungen wird. Ich finde, das klingt sehr traditionell, der Song. Mhm. Klingt aber trotzdem tierisch modern. Mhm. Ich finde, es ist ein Pluspunkt, weil dieser Weg gegangen wird und weil man nicht sagt, hey, wir nehmen dieses quasi typisch amerikanische mittlerweile. Finde, es ist ein geiles Instrumental und ich glaube, dass das richtig gut ankommt, der Song. Da sind wir doch gar nicht so weit auseinander, oh. lieber Chris, denn ich habe mir auch aufgeschrieben, ja, es ist ein traditioneller Song, sind wir gleich, und dass ich es wirklich ein mega Pluspunkt finde, dass sie in ihrer eigenen Sprache singen, gefällt mir. Und ich finde auch, man müsste jetzt an der Stelle auch mal fragen, so was würdest du dazu sagen, denn wenn alle Länder wieder auf ihrer Landessprache singen müssten? Ich glaube, das wird das ganze Ding ein Stück weit fast noch interessanter machen. Mhm. Weil man dann nicht mehr diesen typischen, also wir haben ja ganz oft schon gesagt, Mensch, das Lied klingt wie das, klingt wie das, klingt wie das. Ich glaube, wenn du da was Landestypisches mit der Landessprache reinhauen würdest, hast du mehr Unterschiede in den Liedern. Hm. Dann muss ich aber auch sagen, dass gerade wenn die osteuropäischen Länder dann alle in ihren Landessprachen singen, führt das vielleicht dann doch wieder dazu, dass sich noch mehr Punkte hin und her geschoben wird, weil sie dann doch relativ ähnliche traditionelle Werte haben, ähnlichen Geschmack haben, gleiche oder ähnliche Sprache sprechen. Also ich glaube, damit fördert man wieder so diese tierische Abgrenzung zwischen den einzelnen Ländern und sagt dann, ja, ist ja klar, dass die sich gegenseitig die Länder geben. So mit unserer Sprache und mit unserer Musik können die ja nichts anfangen. Also ich teile auf jeden Fall deine Bedenken, was du da ansprichst, immer diese Punkteschieberei. Aber ich glaube, dass insgesamt der Trend wieder dahin gehen sollte, traditioneller landessprachenmäßig zu singen, weil es eine Zeit lang einfach gab, dass wirklich ein Einheitsbrei sozusagen sonst entstehen könnte. Dass hier zum Beispiel der Song von Griechenland fällt mir jetzt direkt ein. So. Der fühlt sich an, als ob er nicht aus Griechenland kommt. Ja, das stimmt. Oder sowas. Und dann denke ich mir, es müsste schon mal auch mal wieder daran gedacht werden, die alten Werte hochzuhalten.
Deswegen super Pluspunkt für die Herren aus Ungarn. Die Inszenierung ganz toll. Der Typ ist, steht neben einer kleinen Esmeralda, die ganze Zeit wild verrückt und er ist der Glöckner. Ja, ernsthaft? Ja, leider ja. Aber gefällt mir wirklich super. Ist auch ein Song gewesen, den ich mir jetzt mal wieder angehört habe. Also okay. Nicht mal wieder, sondern... Den du zweimal gehört hast. Den ich zweimal bewusst gehört habe. Fand ich gut. Wie seht ihr das denn? Seid ihr der Meinung, Mensch, eigentlich sollten alle in einer Sprache singen, damit die Chancen relativ gleich sind? Oder findet ihr auch, dass jedes Land wieder was Landestypisches machen sollte? Kommentiert das einfach hier drunter. Wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu sagen Absolut, würdet. Absolut, ja. God dag, Dänemark. Finde ich, ist ein stabiler Song. Gut gesungen. ESC-Song par excellence. Toller Song. Nichts falsch gemacht. Gut ausgewählt. Wird gute Chancen haben. Ich finde, es ist auch viel zu lange gut gegangen mit uns beiden. Ich finde, das ist ein Boygroup-Song von Anfang der 2000er. Ich habe da irgendwie die Backstreet Boys mit weißen Anzügen und weißen Hüten tanzen sehen. Echt? Ja, finde ich. Ich finde das alles nicht cool. Das ist relativ ruhig und beim Refrain wird dann geschrien wie die Sau, dass es mir so auf den Sack ging, so als würde man den Zuschauer sagen, jetzt ist der Refrain, jetzt feiert aber auch alle, weil ich schreie jetzt. Mir hat es so gar nicht gefallen. Das ist so richtig krass. Haben wir tatsächlich schon die ersten 8 Plätze abgearbeitet? So sieht's aus, ja. Kommen natürlich noch ein paar. Das heißt, einfach wie gewohnt auf den Link klicken zum nächsten Video. Dann sehen wir uns gleich wieder. Denkt dran, Daumen nach oben, abonnieren. Bis gleich zu Video 3. Bis gleich.